Eck join Dick Nark. Nice. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich zurück teleportiert wurde, aber habe mein Loot aus der Schule noch. Verbindungsvorgang ist gescheitert. Why das? Stand da nicht. Jetzt bin ich aber drauf, glaube ich. Master Toll 2014. Wie Raudi. Ich habe meinen ganzen Kram noch aus der Schule. Bam. Und ich bin an der gleichen Stelle, wie ich spawnte, beziehungsweise mich ausloggte. Es ist und bleibt ein Rätsel. Ja, mit diesem Rätsel sind wir da mal wieder zurück, wenn ich das jetzt gerade geschnitten habe oder auch nicht. Dann habt ihr das alles gesehen, ist mir aber auch egal. Ja, neuer Server, neues Glück, würde ich mal sagen, was? Ja, ohne Teleportation. Hoffentlich wirst du jetzt nicht hier rumteleportiert. Vor allen Dingen kann man jetzt nochmal die Gebäude hier hinten absuchen, wunderbar. Ja, und ich kann nochmal ein bisschen nach Elektro latschen, cool. Und ich kann mir das rote Verbindungssymbol geben, was sie immer noch nicht getauscht haben. Ui, oh, ich auch ui, jetzt. Ui, ui. Vielleicht ist es doch nicht so klug, direkt auf den vollen Server zu gehen, oder? Ach, doch, doch. Ja, was Action angeht, vielleicht schon. Doch, doch, das passt schon. Es wäre super cool, wenn wir uns finden würden. Ja, wäre cool, wenn ich was zu essen finden würde, denn ich bin extremely hungry. Oh. Ja. Wahrscheinlich mache ich jetzt gerade alles falsch und renne rum und dadurch wäre ich dann auch mega hungry. Ja, ich mache das aber auch. Weißt du warum? Weil ich dann schnell am Ziel bin. Das ist eine gute Idee. Allerdings ist der Weg das Ziel und wir haben ja eh noch kein Ziel. Was ist das denn? Bandana! Ich habe ein gelbes Bandana gefunden, Nutte. Warum findest du denn deine ganzen krassen Kram? Bandana ist nicht krass. Boah, ich habe einen Zombie. Bandana ist richtig krass. Bandana ist voll schwul, Mann. Wow, Zombie! Ah, ab! Wo ist mein Hammer? Bist du am Arsch? Hier ist Klopapier. Ich muss mal meinen Hammer rausholen. Kannst du daraus Bandagen machen? Der Server ist auf jeden Fall deutlich schneller, Nutte. Ja? Oh, hier ist ein Spieler. Mein Stomach tut weh. Voll lauter Hunger. Glückwunsch, ich glaube, ich blute. Oh nein. Du kannst aus deinem T-Shirt oder so, so Bandagen machen. Warte mal eben. Yo, what's up, dude? Thank you. Thank you for punching the ugly woman in the head. Alter, die hält einiges aus. Ja. So, wer der fängt jetzt mich an zu punchen? Wow, hier wird geschossen. Ich habe einen Schuss gehört. Dude, was war das? Der schießt auf mich. Ich blute. Jo, bist du Deutscher? No. No, 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 Deutscher. Habe ich ihn jetzt gerade mit dem Hammer getroffen? Keine Ahnung, Mann, ich loote jetzt einfach mal kurz. Winter Hunter Pants. Nehme ich mir direkt. Ach, ich werde jetzt erschossen. Wieso? Was ist da los? Ja, der einer schießt auf mich. Und ich kann die Sachen nicht looten, die hier rumliegen. Bleeding, wie kann ich mich jetzt ach doch, hier, Winter Hunter Pants. Da kann ich Dinge draus machen, Bandagen oder was? Ja, aus deinem T-Shirt irgendwie. Okay. Rechtsklick und dann... Ich bin jetzt gleich auf jeden Fall tot. Ich zieh mir erstmal die... Ja, das ist schön. Das freut mich. Ja, okay, ich bandagiere mich jetzt gerade. Das heißt, ich blute gleich nicht mehr und er kloppt da immer noch die Zombies tot. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt. Thank you very much, nice dude. Awesome, man. Alles klar, er hat's schon gesagt. Oh, warte, Nutte, er sieht doch, dass ich nichts hab. Sag mal eben ruhig. Ja. Okay, do you know where we are right now? My friend is in Electro, I would like to go there. Ach, no, but we are far from. Ah, okay. Also er sagt, wir sind weit weg vom Elektro. Ja, ich bin tot. Berenzino, okay. Berenzino. Das könnte ja wirklich sein. Ne? Ja. Medium Gaskanister aufgenommen. Hier ist noch eine Maske. Okay, thanks dude. I will go on my way and look what I can find. Bitch. Okay, good work. Yo, you too. Thank you. Korrekt. Hat er mir mal eben die Zombies vom Hals gekloppt. Ich konnte mich schon verbinden und looten. Nice. Und jetzt hau ich ab, weil der hatte einen russischen Akzent. Ah, ich habe einen Green Hoodie gefunden. Um jetzt mal den Rassismus stehen zu lassen. So. Kann ich da die Kapuze auch aufsetzen? Das wäre mega. Ich glaube nicht.
Ich habe eine Crowbar gefunden. Nice, ich bin tot. Und irgendwie komme ich nicht mal neu starten. Ach stimmt, du bist ja gestorben, ne? Ja, der hat ja zwei Magazine auf mich geballert und ich habe nichts. Ich hoffe, es war ihm wert. Vogel, ey. Krass. Rennt mir die ganze Zeit hinterher und da, überhaupt nicht im Treff. Was für eine Waffe? Kannst du das einschätzen? Nee. Keine Einfield, war, wenn er bam, bam, bam gemacht hat? Nee, irgendwas Schnelleres. Was Automatisches. Ja. Boah, und ich habe hier echt aber teilweise, auch wenn ich ranzoome und so, erstmal nicht die besten Frames. Ah, ich meine, das sieht schon deutlich geiler aus, als ich Arma 2 gewohnt bin. Das konnte ich nur auf diesem scheiß Laptop zocken. Und da hatte ich teilweise so auf niedrigster Einstellung, mit niedrigster Auflösung 17 FPS in Städten und so. Boah, das war echt mies, ey. Ganz tolle Zeiten, ja. Trotzdem geruhlt und gerockt. Ja, Mann, war auf jeden Fall. Naja, gut. Zumindest gelootet ab und zu. Doch, wir waren schon die Besten. Ah, hier, ich habe einen Hammer gefunden. Und ich habe einen Supermarkt gefunden. Auch geil. Ich wette, hier ist gleich Action. Ich werde mal eben meine Waffe austauschen. Hammer? Ja, geht so, ne? Nehme ich den denn mit? Warum nimmt der den nicht mit? So. Jawohl, so. Hier noch eine Bandage. Ah, Hammer. Und ich habe einen Medium-Gaskanister gefunden. Für Butan. Butan-Scheiße und so. Gucken, ob ich meine Jeans anziehen kann. Ich habe einen roten, einen blauen Hoodie gefunden. Ah. Ich habe zum Glück einen grünen, das passt zu meinem restlichen Outfit. Und, ich kann meine Jeans nicht ausziehen. Und ein blaues Shirt. Das ist ja hässlich. Winter Hunter Pants Pristine. Was soll denn das heißen? Ich würde jetzt gerne meine grünen Jeans ausziehen. Ach, die kann ich vielleicht nur nicht platzieren, was? So. Nee, kann ich nicht ausziehen. Ach, das war der Hoodie, ich Trottel. Aber das kann ich auch nicht ausziehen. Oh, wo bin ich denn jetzt? Wo ist das? Oh, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ja, wie kann ich denn wohl die Hosen tauschen? Sag mal. Auf deinen Charakter ziehen. Eigentlich? Nee, funktioniert nicht wirklich. Doch, jetzt! Super! Dankeschön. Nice. Ich glaube, ich bin schon wieder östlich von... Jetzt habe ich... Ach. Lebt bei dir auch abends zusammen? Ja, Snowboard-Fahrer. Ja. Wie kann man nochmal chatten? Bei mir in der Nähe. Tee oder was? Nee, auf Punkt und das, ne? Hier. Ich muss wieder meine Cappy aufsetzen. Ja, sieht ja schon mal mega fresh aus, Alter. Und jetzt kommt noch meine... Ach, die habe ich schon in der Hand. Wunderbar. Also ich bin wieder östlich von Elektro, so wie das aussieht. Ja, der Russe. Der Russe gerade meinte, wir sind ein bisschen weiter weg von Elektro. Achso, ja, warte, dann gehe ich einfach ja, in die andere Richtung und dann komme ich dir doch entgegen. Ich hatte aber auch jetzt am Anfang. Oh, hier ist eine Axt! Geil. Top. So eine Feuerwehraxt? Kann sein. Die ist, glaube ich, ziemlich gut. Eine etwas größere auf jeden Fall. Reitaxt. Was ist das denn? So, hier. Kann ich die denn jetzt rausnehmen, die Axt? Wie rausnehmen? Echt ein bisschen. Ja, ich habe die jetzt in der Hand, aber ich kann die nirgendwo hinziehen, wo ich die hinziehen. So, Oder muss die zwei Platz haben? Wie ging das denn? Hier, so. Und jetzt. Ne, auch nicht. Also, du willst die aus deiner Hand legen, oder was? Ja. Ja, da habe ich auch schon gerätselt, wie das geht. Machen das Ganze mal so. So, so und so. Ne, es liegt nicht an der Anordnung. Komisch. Mal gucken. Dann tausche ich die einfach mal mit der Axt und dann liegt die aber hier noch. Ach, ach jetzt kann ich die in den Rucksack packen. Okay. Du hast auch das X oben rechts bei Hände. Also rechts bei Hände. Naja, jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich, weil ich gerade nichts in der Hand habe, aber okay. Ja. Ja, dann muss ich mir das mal merken. Obwohl, doch, da müsste eins sein, trotzdem. Also ich habe da jetzt eins, obwohl ich nichts in der Hand habe. Wenn du da drauf drückst, dann packt er das weg. Und ich komme dir jetzt mal entgegen, was da rechts. Wenn du echt in Berentino bist. Ich, ja, möglich, weiß ich jetzt nicht. Er wusste es auch gerade nicht, aber er hat's halt einfach gesagt. Er hat einfach gesagt, wir sind in Berentino. Er vermutet, dass wir in Berentino sind, ja. Er vermutet es, er ist der Kacke.
Ich habe nicht ganz verstanden, er hat immer so abgehackt geredet. Ich weiß nicht, ob er vermutet oder sicher ist, oder auf jeden Fall vermute ich, dass er sich nicht sicher war. Und immer sind die anderen schuld. Ja, natürlich, wenn die so gebrochen ist. Englisch sprechen. Deutsch. Gebrochen ist Russisch. Zack, so, jetzt habe ich die Axt auch in der Hand. Ach, und hier ist das X bei Hände, ja, alles klar. Ja. Da kann ich doch was mit anfangen. So, und ich habe hier im scheiß Supermarkt 24 FPS, das kann nicht sein. Ist die Fischtheke so detailreich hier gemacht, oder was? Was ist da los? Was haben wir denn hier? Reis nehmen. Schwer beschädigter Reis. Aber egal. Komm mal her damit. Auch schwer beschädigter Reis ist Loot. Rise of the Foot Soldier. Ich glaube, ich bin gleich wieder in Elektro. Den Typen gehe ich jetzt erstmal mit dem Hammer jagen. Mach das. Ich vom Kopf, der hat bestimmt keine Munition mehr. Der hat bestimmt zwei Magazine verballert. Homo Fürst. Homo Fürst. Kotnascher. Oh. Geil. Boah, ich habe Hunger. Ein bisschen. Also in echt jetzt. Und ich habe eine leere Wasserflasche gefunden. Nice. Zack, aufnehmen. Was ist hier unten? Ach, guck mal, da ist ein Quick-Menü, oder was? Ein ja. Quick-Menü? 1, 2, 3, 4. Ja, kannst du dann auf 1, kannst du die Crowbar nehmen, dann kannst du auf 2 die Axt nehmen. Ach so, wie, ach, da unten. Ah. Wie, ja, genau. Ja, weh. Ich hab auf jeden Fall richtig Bock, ey. Ja. Dieser Erkundungs, ja, du bist schon einmal tot, du bist ja auch schlecht. Ja, das stimmt. Aber dieser Erkundungstrieb. Und dann kannst du in jedes Gebäude. Ja. Obwohl ihr echt. Ich hatte, glaube ich, nie bei irgendeinem Spiel so Herzrasen wie in der Mod hier von. Das stimmt. Das war schon teilweise richtig krass. Siehst du random irgendwo einen Schatten und. Oh, warte mal, ich glaube, hier redet jemand. Oh. Wo war er? Komm her, Arschloch. Du warst rechts irgendwo. Komm, ich hab dich gehört. Ja, egal. War vielleicht auch nur ein Vogel. Ne, da ist einer. Hey, Dude. Direkt anquatschen. Was machen Sachen? Scheiße. Er sagt Stopp. Er will eine dicke Waffe. Oh. Box ihn zu Tode! Oh, da kommt noch einer. Da kommen noch zwei, drei! Ach du Scheiße. Nein! Die nehme ich fest! Nein! I just spawned. To say, I wanna live. I love you. I just spawned. Man kann in Häusern nicht schnell laufen, oder? Wollen nur sprinten? Ich kann gerade nicht, die reden gerade mit mir. Ich hab mich ausgezogen, die Schweine. Jetzt wird vergewaltigt. It's fucking cold. Dudes. Schau mal, don't rape me. At all. Please don't rape me. Oder schreib rape me, I like it. Warte, ich hör nix. What did you say? Where do you look at? Where do you look at? My eyes are up here. Up here. The snake. What snake? Where's the snake? Sing a song. Los, singe! Die töten dich, Mann. Alter, was sagt ihr? Feuer, schieß. Ich sing kein Lied für die. Sing den Trollolololololol Song. What? Nicht diesen Song. My favorite song. Lalalalalalalala. Ich bin tot. No, what you do that you are very bad. Weißt du, die hören die noch? Die hören dich dann nicht ja, mehr. Ja, ja.
Ja, ich bin schon wieder tot. Du bist ja drauf. Was für Arschloch. Ja, hör mal, du musst auch dein Lieblingslied singen und nicht trollalalalalalal. Das war mein Lieblingslied. Ich glaub dir das. Was für Arschlöcher. Fesseln mich, ziehen mich aus, gucken mir auf den Sack, ich soll ein Lied singen. Das war eine Homo-Fürste, Nutte. So, was bedeutet die Prozentzahl einer Wasserflasche? Wahrscheinlich, wie weit sie noch gefüllt ist. Bäm! Ja, aber gerade stand da 17%, dann stand da auf einmal, nachdem ich nochmal getrunken habe, 50%. Und jetzt steht da aber 0%, also es kann wohl sein. Ja. Sehr seltsam. Seltsamen. Ihr seid alle sehr, sehr seltsam. Was geschieht? Ach, guck mal, ich glaube, ich bin jetzt Richtung Berenzino. Das kommt mir bekannt vor hier. Ich weiß, ich habe aber echt keinen Plan mehr, wie Berenzino auszusehen könnte oder ausgesehen hat. Ja, ich auch nicht, aber ich bin südlich. Ich das Hotel nicht, in Cerno, das wüsste ich noch. Ja, und ja. Und Elektro lieber in Feuerwachen und so, aber... Boah. Ich bin... Lalalala. Es scheint, als wäre ich südlich davon. Da, wo die Tanke dann war, weißt du? Oder da ist einer. Ach, okay. Hey, dude. I can see you. Er hat auch noch nichts, ich muss hier weg. Bevor er irgendwas hat. Boxt euch. Hier ist noch einer. Hallo. Der blutet. An 6 Stellen. Hardcore-Frau. Also auch so links von ihm, wo überhaupt gar nicht sein Körper ist. Und rechts und über ihm. Ich habe eine Schaufel gefunden. Ja, cool. Ein bisschen. Ich. Super, ey. Du bist hier direkt von so Banditen festgenommen. Erst kommt einer, dann schreibt er so, look back, komm hinter mir nochmal drei Leute. Ja, du bist ja auch, du bist direkt zu dem hingegangen. Nein. Weißt du, ja, sie hat sogar gesagt, ich geh zu mir hin, hello friend. Nein, Mann, ich bin auf dem Weg nach Elektro gewesen, ja, ganz normal, und dann hab ich ihn sprechen dann, hab ich umgeguckt, bin weitergelaufen, dann stand er da. Mit einer Waffe vor mir. Ich meine ja nur, ich versteck mich dann im Busch und überlebe und hab jetzt schon eine Schaufel und eine Axt und ein Dings. Hab ich doch schon gesehen. Und du wirst dann halt als Geisel genommen und vergewaltigt. Optisch. Aber geil. War eine Erfahrung. Sollte jeder mal mitnehmen. Hier ist ein Brunnen, sehr gut. Ich habe einen Baseballschläger gefunden. Kann ich doch jetzt hier meine Drinkbottle. Nee. Ist hier gar kein Brunnen. So. Ich meine, der ist leer, das sehe ich auch, aber. Okay, das ist kein Brunnen. Verdammte Scheiße! Ja, kannst ja jetzt mal schön wieder bei mir in der Nähe spawnen hier, mach mal jetzt. Ja, hab ich ja gemacht, so eigentlich. Wenn du echt in Berenzino bist. Wenn ich echt in Berenzino bin, ich glaube, ich gucke gleich mal eben nach der, nach dem Wasser. Wo ich denn hier jetzt wieder wo Wasser finde. Da müsste ich, glaube ich, jetzt schon in der richtigen Richtung sein. Dann könnte ich ja von Berenzino, war das, müsste ich ja eigentlich in den Süden und Wasserkante links, ne? Ja. Ja. Und dann bin ich grad ziemlich weit oben. Ja. Okay. Ich fühle mich durstig, ich fühle mich hungrig. Oh mein Gott, ey, ich muss pipi, mir ist kalt, geh mich auf den Sack. Hashtag Burger King, was? Hashtag so. Extra Bacon, Hashtag Boah. Extra 50 Euro. Hashtag ja, drei Tüten im McDrive. Diese dicke Tüte war schon krass, ey. Ich bin auf jeden Fall an der Tankstelle jetzt. Nächstes Mal kriegen wir einen Rucksack oder so. Ja, ach so, an der Tankstelle geil. Steht dann Van? Obwohl, Fahrzeuge gibt's noch gar nicht, ne? Ne. Schade, dass es noch keine Fahrzeuge gibt. Ja. Aber ist halt so Early Alpha. Habe ich dir schon gesagt, dass ich eine Sonnenbrille gefunden habe, die mega stylisch ausgesehen hat? Oder aussieht? Cool. Ich bin schon voll packed, Alter. Voll ausgestattet. Hab ich dir schon erzählt, dass ich zweimal gestorben bin? Nein. Cool. Ich bin hier gerade an einem Hafen. Hatte Berenzino einen Hafen? Ich glaube... Ja. Boah. Fragen über Fragen. Ja, was wolltest du mir erzählen? Du bist zweimal gestorben und einmal vergewaltigt worden dabei, ne? Richtig. Mhm. Original. Noch nie vergewaltigt worden. Motorradhelm. Was dein Aber Motorrad? Einmal hast du mir doch mal erzählt, dass du... Ach nee. Was ist das hier? Oh, guck mal, eine Kneifzange. Nee, die vergewaltigt auch nicht. Die liebt nur. Kneifzange. Zack. Im Sack. Oder? Dafür musste ich jetzt die Schaufel rauspacken? Nee, das ist ja wohl ein schlechter Tausch. I feel like having a drink. Damaged. Oh. Wie heißt es? Pristine? Heißt in Ordnung oder was? Ist das grüne Äquivalent zu damaged? Pristine? Unbeschadet? Ja, aber das grün ist.
Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier so aussprechen soll. Kenne ich gar nicht den Begriff. Der ist auf jeden Fall grün. Grün. Boah, nicht der Zombie, jetzt muss ich ganz schnell hier rein. Da ist die Sau. Volker, ich habe ein Baseball-Cap und einen Baseball-Cap. Ich höre Schuss-Sounds. Und I can feel blood for my body dripping. Oh oh, wir sind ja angeschossen.